Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, in der letzten Folge sind wir mit... Haben wir Eisen gesucht, ne? Wir haben Eisen gefunden, ja. Der hat sich irgendwo, weiß ich nicht, hier war der irgendwo, ne, da war der, in diesem kleinen Gebiet. Und ja, wir müssten jetzt diesen komischen Turm hingehen, wo irgendwie Exorzisten drin sind und da sollen wir... Wo sollen wir da überhaupt nochmal? Ich weiß auch nicht mehr. Schon jetzt glaube ich 2 Wochen her, seit ich hier aufgenommen habe, deswegen Nordwesten zum Turm von Lothringen. Wir wollen ja immer noch zu Magilos Freundin irgendwie hingehen, die irgendwie das Buch hier übersetzen können, was wir mal gefunden haben. Und ja, das ist wieder eine neue Aufnahmesession, deswegen heißt es wieder neue Sachen hier, die ich gefarmt habe, ausgehen. Und zwar habe ich einmal mit Magilo neue Art gelernt, ich glaube Feuermiele, ne? Ja, auf Level 26. Und mit Eleanor habe ich den Titel, wo ist er? Alarmlegerin. Ja, 50 Betäubungen, genau. Und das war's, glaube ich, ja. Ich habe auf einige Titel hingearbeitet, zum Beispiel mit Velvet, glaube ich. Und zwar habe ich 2499 verborgene Arts benutzt mit ihr in diesen Ballon-Spielchen. Habe ich mit einigen anderen Charakteren gemacht, deswegen kann es sein, dass einige Titel hier so auf einmal aufploppen. Also ein paar mehrere. Und ja, machen wir lieber so, da muss ich nicht hier immer jeden Titel und so abgehen. Ich habe natürlich alle Ausrüstungen hier so gut vor der Meisterung hier gelevelt. Also nicht alle, aber ein paar Sachen. Erst kurz vor der Meisterung. Und sie 2-3 Mal. Also ja, kann sein, dass nach dem Kampf verschiedene Sachen aufploppen auf einmal. So, Schiffchen. Wuff. Mondfinsternis-Tränen. Ah, okay. Ich habe immer noch nicht alle Zeit. Gibt's einfach nicht. Okay. Gut, wo müssen wir hin? Machen wir erstmal einen Kampf, damit man ein paar... Wir haben keine Wahl, als einen Kampf zu machen. Anscheinend. Leiser machen. Also 2. Ja, da kann er ja nicht. Ja, also mal erwechseln einige Charaktere. Wir müssen eigentlich ein paar Sachen auf einmal aufpoppen. Klingtrennen, vertrauten Leveln. Nichts gelernt, was? Ja, Klingmeisterin bei Dingens, ne? 2500 verborgene Arts, einfach hier bei diesem Ballonspielchen hier irgendeinen Angriff ausrüsten. Und ja, wenn man die Charaktere auf manuell eingestellt hat, dann braucht man einfach nicht nur immer einen Knopf die ganze Zeit drücken. Und ja, dann kann man ganz einfach hier einige Angriffe spammen, die Benutzung und so freischalten. Also die Titel meine ich, meine Güte. Okay. Ist hier irgendwas da unten? Da unten ist doch bestimmt irgendwas. Ne, ich gehe jetzt da nicht nachgucken. Ich hoffe, es gibt nicht so viele verpassbare Sachen. Wo muss ich überhaupt hin? Ist da unten, meine Güte. Ich nehme mal an, es ist so wie andere modernen Tales of Spiel, dass hier viele Sachen nicht verpassbar sind. Das ist so ein Trend von den älteren Tales of Spielen. Ich glaube, ich hatte hier so... häufig ist vielleicht hier und da so eine Cutscene oder irgendwie ein Skit oder irgendwie so, aber nicht irgendwie so Quest oder Gegner oder irgendwie so was. Das ist Symphonie, habe ich irgendwie so ein Schwertkämpfer irgendwie verpasst, wenn man den an einem bestimmten Punkt nicht mehr gesehen hat, ist das vorbei. Fand ich ein bisschen doof. Aber wir sind schon da, wir sind echt schon da. Ist das nicht der Turm? Das ist nicht der Turm von Tales of Hysteria, ne? Wo Savet drunter gerannt ist, ne? Ich wusste, hier ein Speicherpunkt wären, wäre ich hier schon hingegangen. Mann. Aber okay. Hab
vor, heute viel aufzunehmen. Das heißt, wir werden heute viel erreichen, hoffentlich. Habe ich eigentlich mit jedem Charakter hier diese, ja, mehr lernen, den ganzen, ne? Was brauchst du eigentlich noch, um das zu lernen? Waffenmeisterin. Was heißt 11 Sachen? Und jetzt ist gleich 3 Sachen gemeistert, glaube ich. Deswegen. Deswegen wird sie auch bald Titel haben und irgendwie 14% alles schneller lernt. Turm der Exorzisten. Okay, sind der Gegner. Müssen auch Gegner sein, obwohl das ist ein Exorzistenturm. Der wäre ein bisschen doof, wenn die Gegner wären. Okay, Exorzisten müssten hier rumlaufen eigentlich, ne? Aus dem Sieg so menacing. Zerstört. Okay, hier ist nichts. Gut, macht's einfacher. Wir sind auch 3 Schatztruhen. Bezweifle ich irgendwie. Weil ich habe schon die FDR abgesucht und ich habe nur eine Truhe gefunden. Das geht irgendwie nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also sind jetzt direkt 3 Schatztruhen in einem Gebiet. Oder das Gebiet da oben zählt auch noch zu der Karte. War. Jetzt die zweite. Nur keine Bronzentruhen, bitte. Also wenn da Geld drin ist, wie viel Geld habe ich? Ich habe 7.000 reicht. Glaube ich. Aizen, Eifried war jetzt, dono yo ni shite shissou shita no desu ka? Somo somo, anata to Eifried no deihai wa? Mae kara omottei ta ga, omae wa yake ni ore tachi o sensaku suru na. Wie sind diese ganzen Fragen? So iu tsumori wa nai no desu ga? Sumimasen. ジュセツ官の職業病というやつでしょうか。しまった。わからさまに情報収集しすぎた。まあいい。アイフリードが失踪したのは約1年前だ。あいつは何者かに決闘の呼び出しを受け、俺たちに隠して一人で指定された場所に向かった。気づいた俺たちは決闘の場所に駆けつけたが、 そこには激しい戦いの痕跡と、ヘンデュラムだけがあった。その決闘の相手が、ザ・ビーだ。武器、そしてアイフリードとやり合える戦闘力を考えると、おそらくな。下船のは、ノラ精霊と戦ったアイフリードが、なぜ精霊に捕まって監獄島を送りになったのか、じゃな。監獄島に収監されていたのですか？そのようじゃ。そして、 タイマシュメルキオルが別のどこかへ連れ去ったらしいわ。またメルキオル様が。聖霊アイフリードを捕獲したなら、1年前に大きな動きがあったはずだが。いや、私は巡察官で、そういった戦闘作戦には関わっていないのです。あ、でも、その頃、タイマシュが負傷した時、詳細が不明だったので調べようとしたのですが、タイマシュ部隊の出動記録すら確かめられなかった。 そして突然調査を打ち切るよう命令されました。メルキオル様から。匂うな。隠したい何かがあったからじゃろうな。点がつながり、うっすら線になってきたの。その線には。Warum klingt sie jetzt so? Warum klingt Magilo so ernstzunehmend? Ich bin irgendwas nicht. Da müssen wir hin, meine Güte. Warte mal, ist das nicht? Ist das nicht von dieser einen Stadt? Warte mal. Also diese eine Stadt, ja genau, ne? Ja, und hier haben wir gegen diesen einen Typen gekämpft in Zestiria. Den Geschichtenerzähler, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ein Abenteurer, irgendwie, den Rose kannte. Das ist so dieser Ort, ne? Da kommt, da wird irgendwann eine Stadt errichtet oder irgendwie sowas. So, haben wir auch noch nicht. Okay. Die Bahn sind effektiv gegen Untote, alles klar. Hä? Hier geht's auch noch weiter höher. Ich glaube, der Teil war kaputt in der Stadt.
Da war irgendwie in der Mitte hier von diesem Raum, so eine Kugel, wo man sich die ganzen Tropfen, wo man sich die ganzen Dinge uns angucken konnte. Die ganzen Cutscenes des Spiels, glaube ich. Wenn man gegen diesen Abenteurer kämpft, der irgendwie beigebracht hat, diese Pistole von Savé zu benutzen. Übrigens riesiger Spoiler zu Tales of Hysteria. Aber dazu müssten einige Leute dieses Projekt überhaupt gucken, um gespoilert zu werden. Und das ist so eine Sache. Ich habe schon einfach Schleiche. Die ist genau die gleiche, die exakt genau gleiche. Also was weiß ich. Warum muss die ausgerechnet genau die gleiche sein? Warum steht mein Mikro so wenig aus? Hallo, 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 hallo. Okay. Ist doch dieser Ort, ne? Wie heißt das hier? Lothringen. Ich muss mal im Tales of Hysteria noch mal spielen. Die ganzen Orte noch mal abgucken. Man kann doch gar nicht. Weil außerhalb von diesem Ort hier ist Dingens. Ist so ein Ödlandgebiet. Im System war da irgendwie eine Wüste oder irgendwie sowas. So, Boss? Nein. Alfred? Bist du Alfred? So sieht Alfred hier aus. Aizen, Sashiburi Dana. Ich stehe dann. Tegamikrayokose. Oh mein, Otokoni Tegami das Takotarnohayo. Ich wollte schon sagen, der hat keinen Bruder, der hat eine Schwester. Hallöchen. Was so genau, wer das ist. Was? Otoriak, taskattaze, Fukucho. Er taucht ausgerechnet der beste Charakter aus Tales of Hysteria auf, ne? Und dann erschießt Zabet den. Sie. Er darf doch einfach nicht wahr sein. いずれ逃したのは失策だった。今回はそうはいかんぞ。私はなぜここに？意志が戻った。あれの力か。 So alter Mann. Oh Gott. Ja, die Abtei, die Retter dieser Welt. Wir kämpfen Dämonen, erschaffen Dämonen. Ja. Super. Okay, 603. Wir sind erst Level 28, ey. Okay, wir brauchen glaube ich Eisen, weil ich habe kein Ding. Jetzt aber. Ja. Keine... Ja, was soll ich sagen? Dempsey-Rolle, bum, 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 das macht überhaupt keinen Schaden.
Glaube ich, habe hier einige Leute. Ich gucke mir hin und wieder so ein paar Let's Play von unseren Leuten an, diese Spiel spielen. Natürlich nur bis zu dem Punkt, wo ich auch hingespielt habe, ne? Und ja, nehme an, ich frage mich dann, wie einige Leute hier so einige Momente reagieren, weil die haben natürlich vorher nie Systeria gespielt. Spielen natürlich auf den höchsten Schwierigkeitsgraden, bin dann voll auf die Fresse. Darüber feiern irgendwie. Mein Fire Emblem Awakening war sehr bekannt, war sehr erfolgreich und ja, ich glaube irgendwie jeder irgendwie alles über die Serie zu wissen, weil die ein bisschen Awakening gespielt haben. Kriegen jetzt irgendwie bei dem neuesten Teil doch noch auf Fresse. Ungefähr ist das bei dem Spiel auch. Wenn nie Tales of Systeria gespielt oder vorhin ein anderes Tales of Spiel gespielt. Da bin ich ein bisschen schade, dann wissen wir überhaupt nicht, was jetzt mit diesem Charakter auf sich hat, der gerade aufgetaucht ist. Bei den Savet erschossen hat. Da wissen nur die Eingeweihten. Die denken so, oh Gott. Welt, komm mal her. Muss mein Tag. Komm mal her. Wir sind so schwer aus, wir machen uns. Was hat ihr verborgen? Wow, geil. Ich bin mit dem Angriff ausgeglichen, ausgezeichnet. So, wer ist denn ja du bist am nächsten? Okay. Oh ja, buff. Er wird jetzt irgendwie die einzige Schadensausteilerin, habe ich sonst gesehen. Okay. Magno, komm mal rein. Ich mach dieses komische Geräusch. Ich höre einfach so. Das ist aber einfach. Komischerweise. Ja, die Bosse sind nicht so schwer, die normalen Bosse. Irgendwann Schwäche, ja, verhalten. Oh mein, ich bin so hoch. So, bevor ich irgendwie den Kampf beende, sollte ich vielleicht die Ausrüstungen von einigen ändern. Ich kriege ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Dinger hier, ne? So, wäre es ein bisschen Verschwendung, wenn ich ihnen jetzt hier Dingens gebe. Dann gebe ich ihn lieber hier sowas. Weil er braucht nur noch 4 Punkte und wahrscheinlich kriege ich deutlich mehr als 4 Punkte. Deswegen sollte ich vielleicht andere Ausrüstungen Sachen hier ausrüsten. Wenn ich ja nicht für 4 Punkte ja irgendwie Dinge ausgerüstet habe. Ja, 381, guck mal, wie viel wir bekommen. Wert hier. Das ist das hier, Erlebnisfähigkeit. 179. Also ein bisschen. Ja, okay, war. Okay, wollte schon sagen. Wir sind dämliche jetzt, aber ja, sie hat nichts anderes. Doch hier. Halt. Guck mal, was das bringt. Hast du noch irgendeine Waffe? Nee. Noch Velvet. Okay, weiter. Mein Kampf irgendwie so Pause gemacht. Wir haben allerdings eingesetzt, glaube ich, ja, ne? Was Eisen? Was ist jetzt schon wieder los? Sollte ich vielleicht auswechseln, ja? Ich denke gerade, wie kann ich den ein bisschen hochhalten, ein bisschen auswechseln, ne? Und das ist kaputt. Elena. Also einfach, ich muss mich jetzt mal nach kaputt hauen, ne? Gibt's auch nicht. Meins. Ja, er hat angekommen. Noch gesetzt. Noch mal. Also irgendjemand kaputt hauen, bitte. Du hast aber, die sind aber auch alle tot.
Okay. Oh Mann, guck mal. Jetzt fahr mal. So, du bist schon mal weg. Oder auch nicht. Boah. Leute. Ja, gut, wenn ihr... Ach, sind noch beide. Einen habe ich erledigt gerade, okay. Oh. Oh. Ich glaube, das ist ein Abwehrbrecher, Mann. Jetzt vielleicht ein bisschen stärker sein sollen, ja, für diesen Kampf. Oh, war noch knapp. Und Stichhagel. So, nur einer kommt. Wir machen 4 Schaden. Das sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Aus. Einer übrig. Sehr gut. Sehr gut. Boah, der Kampf war nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. レジェンドワイバーを助けた。あっさり殺しやがって。それがてめえらの流儀かよ。素晴らしい。シークリート。まさに求めていた。だって、genau das, was er in Systeria macht. Was? 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 Was?
Er ist ja einzige. Wir haben ja bisher zwei Charaktere gesehen, die in diesen beiden Spielen vorkommen. Also er ist nicht so geil danach gehen. Müsste nicht Layla auch irgendwie hier vorkommen? Die ist doch irgendwie in diesem Schwert gefangen gewesen, ne? Am Anfang von Systeria. Also die war ja auch irgendwie, hat ja auch irgendeinen Hirten begleitet. Warte mal, weil wenn jetzt Layla, bitte sagt mir nicht Artorius war der Hirte, den sie begleitet hat, wenn man voller Plot Twist. またもいや。じじいのくせに逃げ足が早い。無事だったんだね、ザビーダ。 まばたきすることの間に術の仕組みを読み取る術がある。あやつの得意技じゃ。引くときに目的は達したと言っていました。用途は用途知れぬが、別大陸よりもたらされた未知の技術を清涼は必要としておるのじゃろう。だったらその用途とやらをぶっ潰すまでだ。一つだけ聞かせろ。なぜジークフリートを持ってる。頼むって渡されたんだよ。 タイマシ部隊に刺激されて、アイフリード捕獲作戦に駆り出された時。ザビーダも刺激精霊だったの。カノノシの領域で無理やり意志を抑えつけられてた。だが、アイフリードが打ったこいつの一撃で目が覚めたんだ。そっからのアイフリードとの喧嘩は最高だった。あいつ、人間のくせにやたら強くてよ。 魂が震えたぞ。なのにジジイが現実で割り込んでアイフリードをさらっていきやがった。気に入らねえんだよ、人の意志に小細工しやがって。なぜジークフリードではなくアイフリードを連れ去ったんだ。探してるお宝がこれだと知らなかったんだろうよ。その時はね、狙いに気づいたアイフリードは 連れ去られる直前、ジジイの目を盗んで俺に起こした。これが俺の知ってる全部だ。信じようが信じまいが勝手だがな。ならいい。はあ、いいってお前。アイフリードは信じた相手にしか頼むと言わん。そうかよ。お前、 これからどうするつもりだ。探すさ、アイフリードを。こいつを返してあの時の蹴りをつける。けど、残された時間はあまりなさそうね。察するに、メルキオールはさっきまでジークフリードの正体を知らなんだ。それはすなわち、アイフリードから何も聞き出せていなかったことの証じゃ。その必要がなくなった今、アイフリードを生かしておく必要はない。 分かってんだよ、んなことは。アイフリードを救うというのなら共に戦えばいいじゃありませんか。テメーラとは手は組めねえ。いや、まあ、どうしても僕のオッカーだべん。テメーラは目的のためなら殺せる。あいにこれは喧嘩やでな。殺し屋じゃねえんだよ。どんな命も奪わねえ。そいつが俺。俺も 海賊の流儀を変える気はない。Sieht ein bisschen anders aus als Celsus Hysteria. Sein ersten Auftritt, da wurde jemand getötet. Okay. Welches Illusion? メルキオルの現実は反則じゃわ。戦いに反則も何もないでしょ。正義の大魔使が使うにはえげつなさすぎるということじゃよ。確かに幻とは思えないほど現実味があった。かけ続けられたら現実と幻の境目がわからなくなっちまうだろうな。
Ja, der war das eigentlich diesen kleinen Mädchen hier aus der Hysteria. Die konnte auch eine Illusion erschaffen. ジンドー的ってわけ。さすが聖霊ね。メルキオル様は聖霊を創設以前よりアルトリウス様の右腕として活動されてきた。やっぱり、彼女は今までのデーモンを守る。敵対する相手にさえも最大の配慮を払っていると考えれば。味方の聖霊はドラゴンに変えたわよ。 あれは体の傷は治るが心の傷は癒えぬぞ。その通りですが。そうしょげるなよ、ヘルノア。えげつないのは事実だが、責めてるのはゴーマやマジョ。どっちもどっちだ。励ましてくれるのはありがたいですが、大魔師としては喜べませんよ。いいパグブレンドで。 Und sagen, ha, joink, großer Krampanzer. Immer noch nicht alles her. Ja, fehlt mir ein Accessoire-Teil. Abgeschlossen, abgeschlossen. Warte mal rein. Okay. Wo müssen wir jetzt überhaupt hinten? Also, ja, okay. Gut, dann kommen wir so allein teleportieren. Warte, ich bin noch in Lothringen. Hey, wieso kann ich die Dinge eigentlich nie mehr, wenn ich sie mal abnehmen will? Gut, ich würde dann sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.